Verlegeschritte des Turbodaches. Um beim Verlegen ein Verkleben mit der Bahn zu vermeiden, wird vor Beginn der Verlegung der Arbeitsschuh mit Silikon eingesprüht. Das Turbodach kann auf verschiedenen Untergründen verlegt werden. Wir sehen es hier auf Styropor. Mit dem Ausrollen der Turbo TU werden auf einen Rutsch 15 Quadratmeter ausgerollt. Nach dem Ausrichten auf 8 cm Nahtüberlappung wird die Turbo TU angehoben und die unterseitige Schutzfolie mit dem Nahtabdeckstreifen der zuvor verlegten Bahn zu der bereits verlegten Fläche hin abgezogen. Der zweite Mann geht im Schlittschuhschritt hinterher, stellt dabei die Glattlage sicher und presst die Nahtüberlappung fest. Dann wird die Turbo TU auf ca. 7 Meter ausgerollt und ausgerichtet. Die unterseitige Schutzfolie wird mit dem Messerrücken aufgetrennt und zurückgeschlagen. Der Randabziehstreifen der zuvor verlegten Bahn wird aufgetrennt und abgezogen. Beim thermischen Aktivieren steht der Verleger auf der Schutzfolie und bewegt die Rolle mit dem silikonisierten Schuh. Die thermische Aktivierung führt gleichzeitig zu drei Resultaten. Erstens kommt es zu einer sicheren Verklebung der Turbo TU zum Untergrund. Zweitens zu einer innigen Verbindung der Turbo TU zur Turbo TO. Und drittens zu einer sicheren Nahtverbindung in der Oberlage. Zur Komplettierung zeigen wir eine Kopfüberlappung. Mit dem Eckenschnitt wird die Kanüle verlängert. Die Nahtüberdeckung und die Fläche werden aktiviert. Gegen Ende der Rolle wird die Hitze intensiviert. Das Bahnende wird mit dem Fuß im unterdeckenden Bereich festgetreten und eine Bitumenwulst ausgedrückt. Das Bahnende wird angezeichnet. Mit dem Eckenschnitt wird die Kanüle verlängert. Beim Auflämmen der nächsten Bahn muss die Bestreuung im überdeckten Bereich einsinken und die Kanüle durch verflüssigtes Bitumen verschlossen werden. Für unsere Vergleichsverlegung verwenden wir auf beiden Seiten Styropor als Wärmedämmung. Links sehen Sie unsere bekannte Vedatop SU und als Oberlage eine Elastomer-Bitumenschweißbahn PYE S5. Auf der rechten Seite verwenden wir als Unterlage die Systembahn Vedac Turbo TU. Als Oberlage kommt die Vedac Turbo TO zum Einsatz. Beide Verlegungen starten gleichzeitig unter absolut gleichen Bedingungen. Die exakte Zeitmessung zeigt deutlich den Leistungsvorteil des Turbodachsystems. Während links noch verlegt wird, wird rechts schon die Rechnung geschrieben. Mit dem Vedac Turbodach sind Sie baupraktisch auf der sicheren Seite. Obwohl es sich bei dem Turbodach um ein neues System handelt, haben wir es in einem Testgebiet zigfach erfolgreich verlegt.
Es handelt sich um ein fortschrittliches System für innovative und selbstbewusste Leute vom Fach. Das Turbodach wird in einer neuen, bisher unbekannten Technik verlegt, die einfach zu erlernen ist. Spezielle Geräte sind hierzu nicht erforderlich. Die Verlegung ist weitgehend temperatur- und witterungsunabhängig, somit im Sommer wie im Winter problemlos durchführbar. Sowohl das System als auch das Verfahren sind zum Patent angemeldet. Das WEDAG Turbodach. Schneller, sicherer, sauberer, schöner, durch längere Bahnen, durch geringeres Gewicht, durch hohe Alterungsbeständigkeit, durch Abziehfolie und thermische Aktivierung, durch dauerhafte Nachverklebung, durch reduzierten Gasverbrauch, durch Arbeiten auf der Schutzfolie. Das WEDAG Turbodach.